Liebe und Feindschaft. Ich glaube, es wird einfach nie langweilig oder öde, über diese Gegenpole Theater zu machen und Geschichten zu erzählen. Auch weil sie letztendlich so universell verständlich sind und zeitlos. Da heule ich dann am Ende doch wieder. Und das berührt mich dann doch. Liebe und Karussell. Ich finde ja, Liebe kann so ein bisschen sein wie eine Achterbahn. Und ein Karussell dreht sich aber nur um sich selbst. Also doch lieber ein bisschen auf und ab, als immer nur sich um sich selbst drehen. Macht und Totschlag. Also Totschlag, das macht man nicht. Macht man.